herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute einen kleinen Zwischenstand mitgebracht. Und zwar, ich habe euch ja schon erzählt bei der Convention, dass ich dieses wunderschöne Buch von Ingrid bekommen habe. So, liebe Ingrid, jetzt siehst du mal, was ich daraus schon gemacht habe. Es ist noch nicht fertig. Es wird noch ein bisschen weiter bearbeitet und vor allen Dingen gefüllt werden. Ursprünglich hatte Ingrid dieses Buch mal als Meerjungfrauen-Journal angedacht. Ich habe dieses Buch gesehen und konnte es gar nicht aufhören, es anzufassen. Es ist so schön und so, ja, fest und irgendwie glatt und kühl und, ja, wie auch immer. Ich kann es kaum in Worten beschreiben, ihr merkt schon. Auf jeden Fall hat sie mir dieses Buch geschenkt. Unfertig, uneingebunden, undekoriert, mit ganz viel Material. Und ich habe daraus ein bisschen was anderes gemacht, weil ich ja jetzt nicht so unbedingt ein Meerjungfrauenmensch bin. Also ich finde die Bücher zwar ganz schön, ich wüsste aber nicht, was ich damit mache. Und dieses Buch gebe ich jedenfalls nicht aus den Händen. Dieses Buch ist meins. Meins. Mein Schatz. Ich werde es nicht aus den Händen geben. Und ich möchte es auch benutzen. Und deswegen habe ich das zu etwas gemacht, was ich halt auch wirklich benutzen würde. Also werde. Nicht würde. Ohne Konjunktiv. Es ist noch früh am Morgen, meine Stimme ist noch ein bisschen lustig. Also ich werde dieses Buch definitiv benutzen. Ich habe es ein bisschen von dem Meerjungfrauen-Style gelöst. Es ist weiterhin blau. Achso, für den Fall, dass ihr mich noch nicht abonniert habt. Macht das herzlich gerne und ich freue mich auch immer über Likes, Kommentare, über den regen Austausch mit euch. Wäre auf jeden Fall total toll. Und es wird auch mehr Projekte von dieser Art hier noch geben. Und wie gesagt, das hier ist jetzt ein Zwischenstand. In dem Sinne, ich habe es noch nicht fertig dekoriert und ich zeige euch gleich mal, was ich noch vorhab. Und dann werdet ihr natürlich noch ein Flip-Through fertig dekoriert kriegen. Nennen wir das hier mal Pre-Flip-Through. So, ich habe mich dafür entschieden, diese Buchecken hier nur auf die Innenseiten zu machen, weil ich auf den Außenseiten diesen Verschluss hier gebaut habe. Der hat ein Gummiband und hier vorne einen Filigree. Noch ist es ein bisschen locker, aber ich weiß ja, was alles in dieses Buch noch reingeht. Das heißt, ich weiß, dass der schon echt gespannt sein wird. So, dann habe ich hier von dem Alchemisten-Set von Stamperia oder Stamperia, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde Stamperia klingt sympathischer. Im Alchemisten-Set habe ich diese schönen Sonne- und Mondkarten entliehen und sie hier mit auf das Cover gepackt. Ich habe auch noch so ein bisschen Gilding Wax benutzt. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn man das hier abmacht. Es hängt halt fest, aber es hat einen ordentlichen Gummizug. Der ist recht fest, dadurch, dass ich hier mal Doppelgummis genommen habe. Das ist auch ganz gut so. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich dazwischen mitgemacht habe. Also nochmal kurz zum Rücken. Hier, dadurch, dass das Cover sehr fest war, ich glaube, Ingrid wird sehr viel Mod Podge benutzt haben, sind hier die Kanten so ein bisschen aufgebrochen. Aber ursprünglich war das Buch komplett in dieser Art, ohne dass der Rücken irgendwie anders war oder so. Und auf jeden Fall sind die Kanten hier so ein bisschen aufgebrochen und deswegen habe ich hier den Leinenstoff drüber gepackt, mit ein bisschen Stempelfarbe bearbeitet und hier so ein richtig schönes Glitzerpulver mit in den Kleber gepackt. Ich muss es allerdings nochmal versiegeln, weil das glitzert noch ein wenig und färbt ein wenig ab. Das muss ich noch ändern. So, eingebunden. Also Ingrid hatte ein paar Gummistrippen da drin, zum Signaturen rein- und rausnehmen. Da bin ich nicht immer so der Fan von. Also bei George habe ich das ja auch gemacht, damit ich da Signaturen rausnehmen kann und nach Herzenslust bearbeiten. Aber bei den Büchern, die ich wirklich benutze und beschreibe, da möchte ich wirklich hier eingebundenes Papier haben, was sich nicht wieder aus diesem Buch bewegt. So, ihr seht, ich habe hinten noch eine Schlaufe gemacht, damit ich das noch verstellen kann, wenn es fertig dekoriert ist. Weil es ist durchaus möglich, dass ich ein bisschen noch nachlassen muss. Also, dass es mehr Gummizug bekommt. So, und jetzt habe ich hier ganz viele Papiere von Ingrid drin. Jelly Plate Papiere. Super schön geworden. Auch mega griffig. Also auch so ein bisschen auf alt, weiß ich, gemacht. Oder es war altes Papier, was du durch die Jelly Plate gejagt hast. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Knaller. Und ich habe das mit dem Alchemistenpapier kombiniert und mit teegefärbtem Papier. Das ist auch ein Jellyplate-Werk von Ingrid.
Das hier war auch so schön. Also es sind so viele schöne Papiere mit Blautönen hier drin. Ich blätter jetzt mal ein bisschen zügiger, weil wie gesagt, momentan ist es halt noch nicht dekoriert. Ich zeige euch mal meinen Papierhaufen. So, das hier scheint so ein handgeschöpftes Papier zu sein, was Inge zum ja, Meerjungfrauenpapier machen wollte. Jetzt ist es einfach ein schönes, blaues, total griffiges Papier. Hier ein Umschlag drin, wo man noch so ein bisschen was überall reinpacken kann, auf jeder Seite. Hier ist sogar noch was drin. Schau ich noch ganz raus hin. Ja. Hier haben wir noch ein. Das drin bleiben. Das finde ich schön. Das darf auch ganz viel wieder einziehen, was mal drin war. Das Ingrid hatte das hier vordekoriert und also einfach nur reingelegt oder reingeklemmt hier, wie heißt das, Büroklammern. Und ja, sowas in der Art. Und ich lasse einige von den Seiten auf jeden Fall hier drin. Also die jetzt hier drin sind, bleiben auch drin. Ne? Und den Dekohaufen zeige ich euch gleich, wie gesagt. Das heißt, es wird noch ein schönes Flip-Through geben mit Dekorationen. Allerdings wird das mal ein bisschen dauern. Ich habe nämlich aktuell noch zwei Projekte am Start, und zwar ein Katzenjournal und ein Pferdejournal. Die haben aber noch nicht den Status, dass ich es euch zeigen kann oder dass es jetzt gerade Sinn macht, es euch zu zeigen. Also hier ist jetzt schon mal ein schöner Zwischenstand bei den blauen, sodass ich euch das gut zeigen kann, ohne dass ihr jetzt gelangweilt die Augen verdreht, obwohl vielleicht tut ihr das jetzt mittlerweile, nachdem ich ja ganz viele leere Blätter durchblättere. Aber ich wollte euch einmal die Schönheit dieser Papierfarben zeigen, bevor ich dann wirklich ans Dekorieren gehe. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein, ja, Fragment. Ja. Ein sehr schönes Fragment, wie ich finde. Auch hier so, da hat es ja noch so ein Kristall drin. Ja, und diese Texte, die lasse ich drin, die passen da so perfekt rein. Und ich mag ja Wasser auch. Ich wollte nur kein komplettes Meerjungfrauen-Journal haben. Ein komplettes Meerjungfrauen-Journal wäre mir ein bisschen viel. Die Tasche ist doch auch herrlich, oder? Voll süß. Genau, also ein bisschen Meerjungfrauen-Thema. Hätte ich gerne. Hier ist auch noch so eine Tasche, da werde ich auch noch Text reinpacken. Oder ähnliches. Gucken wir mal, was mir so über den Weg läuft. Auf jeden Fall ist das blaue Grundthema. Ja, ich habe hier auch Vintage-Sachen drin. Hier finden sich blaue Elemente, aber nicht nur. Ich wollte auch so diesen Vintage-Hauch noch mit reinbringen. Ja, und dieses Papier, ne, das schillert und glitzert. Ich weiß gar nicht, ob das hier so rüberkommt. Herrlich. So, das ist auf jeden Fall das, was ich bearbeiten will und werde. Und was ich auch benutzen werde. Wenn man erstmal, will ich das natürlich fertig machen, das ist ganz klar. So, und jetzt habe ich schon mal, ohne dass ich groß in meine Trickkiste gegriffen habe, habe ich hier schon mal ganz viel tolle Papiere, kleine Bildchen, Tags-Ecken, Sachen, die man in Taschen reinpackt, hier Pockets, allen möglichen Krempempel, tollen Krempempel habe ich hier, teilweise von Ingrid übernommen, teilweise von mir selber und ein kleiner lieber süßer Brief von Ingrid und der kommt definitiv vorne mit in den Deckel. Ja, und hier hat sie auch so Karten gemacht. Die sind, die fühlen sich an wie Kreide, färben aber null. Die sind total cool geworden. Echt, also haptisch ein Traum. Ich kann es nicht anders sagen. Hier immer so kleine, ja, Fächer. Die ziehen natürlich auch ein. Toll gefärbte Umschläge. Hier noch so eine Kreidekarte. Noch eine. Ich könnte mich da reinlegen in dieses Material. Deswegen zeige ich euch das jetzt auch. Wo ich dachte, so, zeige ich euch das erst, wenn ich das in den Flip-Through mache. Ja, aber so seht ihr mal so ein bisschen das, was den Haufen Material, der mir hier so unterkommt und der jetzt, naja, jetzt demnächst hier einziehen möchte. So, das heißt, ich habe euch jetzt ein bisschen den Mund wässrig gemacht und ja. Was soll ich sagen? Das hier wird demnächst hier wieder Thema sein. Es wird einen Flipstuhl geben. Wobei, Katzen und Pferde haben einen Dringlichkeitsfaktor terminlich. Deswegen wird es hier einfach ein bisschen warten und ein bisschen dauern. Und ich werde euch noch ein zweites Projekt vorstellen in der Kategorie, dass es noch ein bisschen warten, ein bisschen dauern wird. Aber ich habe angefangen, was ich auch sehr, sehr toll finde.
Und ich finde das sehr bezeichnend, dass ich, sag ich mal, jetzt jahrelang, sag mal, kein einziges Buch für mich hatte, kein Buch für mich gemacht. Und jetzt habe ich gleich drei. Also jetzt habe ich das tolle, schöne Blaue von Ingrid. Das blaue Buch, was ich selber angefangen habe. Ich glaube, das habe ich euch auch mal in der Projektvorstellung mitgezeigt, was ich so vorhab. Und ich habe mir ein Grimoire angefangen. Ja, das erwartet euch jetzt demnächst. Dazu habe ich noch Babybücher, Happy Mails und ein kleines Vintage, was auch noch nicht fertig ist. Also freut euch auf die nächsten Videos. Auch dieses Schatzi hier, das wird wiederkommen. Und ich wünsche euch ein zauberhaftes Osterwochenende oder eine schöne Zeit, wenn ihr das Video später guckt. Und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.